Wir sind am Stand von Lumog angekommen und wenn man sich hier so umschaut, könnte man fast denken, man sei in einem Apple-Laden gelandet. Denn ich glaube, Lumog ist mit Abstand der Stand mit den meisten iPads. So dreht sich auch die Produktvorstellung von Matthias Ehlers um das iPad. Genau, also mit dem iDJ Pro von Lumog stellen wir dieses Jahr auf der Musikmesse einen Controller, einen DJ-Controller fürs iPad vor. Wir haben hier ein Gerät aus gebürstetem Aluminium, sehr hochwertig verarbeitet. Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen so in die einzelnen, in die technischen Details einweisen. Wir haben hier auf der Seite berührungsempfindliche Jogwheels. Wir haben Hotcues, drei Stück, die ich ja versetzen kann. Play Controls, Volume Regler, Hintergrund beleuchtet. Wir haben Crossfader und die Browserfunktion auf der Seite. Wir haben Effekte, die ich aktivieren kann. Hier ist einmal eine Effektregelung, dann haben wir hier einen Filter noch und wir haben noch die Möglichkeit auf dem iPad Effekte zu steuern. Also drei Möglichkeiten gleichzeitig irgendwelche Effekte zu steuern, verschiedene Effekte. Wir haben hier eine Loop-Sektion, wo ich manuelle Loops setzen kann. Aber ich kann auch Auto-Loops setzen. Ich kann einen Stutter-Effekt abfeuern darüber. Während die Musik im Hintergrund weiterläuft. Wir haben hier oben EQs. Master-Regler natürlich, Pitch-Fader. Sync-Button darf natürlich nicht fehlen bei sowas. Dann haben wir eine eingebaute Record-Funktion. Das heißt, ich kann den Mix, den ich gerade mache, aufnehmen. Man sieht hier, wird er direkt aufgenommen. Danach kann ich ihn mir direkt anhören. Wir haben an der Vorderseite einen Eingang für ein Mikrofon und einen AUX-Eingang und Kopfhörerausgänge in 3,5 und 6,3 mm Klinke. An der Rückseite sind dann bekanntlich die Ausgänge, einmal Cinch und einmal symmetrisch. Werden denn die Eingänge, Mikrofon oder Auxiliary, in das iPod, in die Software geschliffen oder geht das direkt durch die Soundkarte raus? Also hat man die dann auf den Mix drauf? Die gehen direkt raus auf den Mix, ja. Und was auffällt ist, dass ihr euch als Lautstärkeregler für Knobs, für Rotaries entschieden habt. Was ist denn da der Hintergrund? Ich schätze mal erstmal einen Platzgrund. Ja, also Fader wären an dieser Stelle, würden komisch aussehen und hätten vielleicht auch nicht drauf gepasst. So vom Design sieht man ja, ist alles relativ eng beieinander. Von daher sind die Drehregler, wurde sich so für Drehregler entschieden. Sind sehr angenehm zu bedienen, fühlen sich gut an. Schön mit dieser Visualisierung im Hintergrund und ich finde es eine gelungene Idee gewesen. Also generell das Konzept, ein sehr interessantes Konzept, Matthias. Ich bedanke mich für deine Produktvorstellung. Ja, sehr gerne.